und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Ich bin hier gerade im Wald spazieren mit meinem Hund und habe darüber nachgedacht, über das Gefühl, sich verantwortlich zu fühlen. Und habe festgestellt, dass es ein ziemlich heimtückisches Gefühl ist. Dann, wenn du eine Programmierung hast, in der du dich grundsätzlich verantwortlich fühlst, dann bist du ziemlich belastet. Und zwar fühlst du dich, dann verantwortlich für alles, was du mit deinen fünf Sinnen wahrnimmst. Das ist ein Gefühl, das ist dir schon ganz früh eingeimpft worden, dass du beschuldigt worden bist, weil das ist die andere Seite von sich verantwortlich fühlen, oder? Irgendwann mal, wie kommst du dazu, dich für alles verantwortlich zu fühlen? Ja, weil es ja quasi eine Schuld ist. Du stehst in der Schuld, die Dinge in Ordnung zu bringen. Du stehst in der Schuld, dafür zu sorgen, dass sich andere gut fühlen. Du bist dafür verantwortlich für alle möglichen Miseren. Und wenn du so eine Programmierung bekommen hast oder übernommen hast, in frühester Kindheit, meistens ist es so, wie Bruce Lipton sagt, bis 7 Jahre bist du sozusagen in Hypnose und da kann dir alles einfach so rein suggeriert werden in dein Unterbewusstsein. Und wenn dein Unterbewusstsein quasi diese Suggestion hat, dass du verantwortlich bist für andere Menschen, dass du verantwortlich bist dafür, was im Außen alles passiert, kann dich das sehr, sehr belasten. Denn du bist quasi nie frei. Du bist nie frei von dem Gefühl der Last. Du bist nie frei, das Gefühl zu haben, du müsstest doch etwas tun, du müsstest doch etwas besser tun oder du müsstest doch mehr tun, du müsstest doch anders sein. Es ist eine permanente Selbstkritik, wenn du diesem Gefühl, dass du verantwortlich bist für alles, was um dich herum steht, irgendwo mal aufgesessen bist. Und das Üble an diesem Gefühl ist auch, wenn du da mal in dich reinfühlst, dass du sehr tendierst, im Außen zu leben und sehr dazu tendierst, was muss noch gefixt werden, was muss noch repariert werden, was muss noch in Ordnung gebracht werden. Du bist also damit beschäftigt, immer wieder sozusagen Aufgaben abzuholen, Zuständigkeiten abzuholen. Du holst sie dir ab. Keiner gibt sie dir, weil du bist ja mit diesem Gefühl quasi aufgeladen und sagst, ich bin verantwortlich, ich übernehme die Verantwortung, wenn ihr jemanden braucht, der verantwortlich ist und sich darum kümmert, ich bin hier. Und schon kommt alles zu dir und du denkst, hey mein Gott, wieso alles zu mir, wieso alles auf mich und das kann ja nicht sein. Aber alle Leute denken, ah, die ist ja verantwortlich, die steht ja da, die stellt sich dazu zur Verfügung und die kümmert sich darum. Ja, und dann bist du da total überlastet, belastet, immer gestresst, immer angestrengt und du kannst dieses Gefühl nicht abschütteln, weil das deine Programmierung ist und weil das dein Mechanismus ist. Und mit dieser Programmierung ziehst du an. Und zwar immer mehr und immer mehr und du fühlst dich nie gut, du fühlst dich nie frei, du fühlst dich nie unterstützt und so weiter und so fort. Das ist ja der Rattenschwanz an Gefühlen, der dann mit dieser Programmierung dich weiter mit anderen Gefühlen auflädt, die dich nicht freilassen in eine positive emotionalen Zustand zu kommen, einfach zu sagen, ich bin gut und richtig, so wie ich bin, dein Herz zu öffnen, in diese höheren Emotionen einzusteigen, weil da unten steckt immer irgendjemand, der dich runterzieht und sagt, hey, das hast du nicht gemacht und hier bist du deiner Verantwortung nicht nachgekommen und so weiter und so fort. Und somit ist dein Kanal sozusagen verstopft und du kannst auch nicht mal empfangen, weil du ja immer diejenige bist, die durch dieses Programm, ich bin verantwortlich, ich muss was machen, ich muss was in Ordnung bringen, bist du immer diejenige, die quasi im Gebermodus ist. Und wenn du im Gebermodus bist, kannst du eben leider nicht gleichzeitig empfangen. Und somit kannst du auch nicht empfangen, was du wirklich so nötig bräuchtest, wenn du merkst, du bist irgendwie krank oder du bist kaputt oder ausgelaugt oder du hast sogar eine größere Krankheit.
wenn du diesen Modus nicht aus deiner Programmierung rauskriegst, dann ist es total schwer für dich, dass du dir helfen lässt. Dann ist es total schwer für dich, dass du dich unterstützen lässt. Dann ist es total schwer für dich, dass du dich einfach nur mal gehen lassen kannst und dass du einfach mal dich entspannen kannst, ausschalten kannst. Du bist dann auch eine, die, sage ich jetzt mal, beim Sex an die Hausarbeit denkt. Nur mal, um ganz krass zu sagen, was ich damit meine. Weil da geht es immer ab, was habe ich denn noch zu tun? Was muss ich denn noch machen? Was muss ich denn noch erledigen, damit endlich alles in Ordnung und richtig und gut gemacht ist? Weil ich bin ja schließlich dafür verantwortlich. Und mit so einem Programm bist du immer im Flight- oder Fight-Modus. Und dieses Programm ist eine pure Lüge. Die hast du irgendwann mal aufgesammelt und hast nie erkannt, hast nie gesehen, was da mit dir gemacht wird und warum diese anderen Gefühle alle dazugekommen sind. Und jetzt stehst du da und bist kaputt. Und deswegen sage ich dir, untersuch das, ob du nach diesem Programm fährst. Ob das ein Programm ist, ein Automatismus, etwas, wo bei dir aktiv ist. Und wenn das so ist, dann im nächsten Schritt mach dir klar, dass es eigentlich totaler Blödsinn ist. Dass du für sehr, sehr viele Sachen die Verantwortung übernommen hast, für die du gar nicht verantwortlich bist. Und letztendlich wirklich, für wen bist du verantwortlich? Für dich selber, für dein Wohlbefinden und noch für deine Kinder, solange sie minderjährig sind. Und dann hört's auf. Und dann ist jeder selber groß. Dann ist jeder selber angebunden an sein höheres Selbst, an sein Wissen, an sein Herz oder wie du es nennen willst, an Gott, an seine göttliche Essenz. Und dann hast du damit nichts mehr zu tun. Gib die Verantwortung ab und mach dich frei. Das ist mein Wort heute, um einfach mal zu sagen, wir müssen Paradigmen ändern, wir müssen anders leben, wir müssen anders denken, dann können wir auch anders fühlen, dann können wir anders handeln und dann kriegen wir andere Ergebnisse im Außen und dann ist das Leben leicht. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt es. Ciao.